Willkommen zurück zu Factorio. Ja, hier blinkt wieder alles. Wir haben irgendwie echt ein Eisenproblem. Das wurmt mich so ein bisschen, weil ich das ja gerade erst alles gemacht habe und irgendwie auch nicht so in der Lage war, das hier irgendwie so interessant hin oder so toll hinzusetzen, dass das passt. Ja, wir machen erstmal die Artillerie. Ne? Also schon. Wir können die Artillerie-Reichweite und Schussgeschwindigkeit sogar noch verbessern. Vielleicht sollten wir auch erstmal den Klippensprengstoff machen, dann haben wir den und, ne? Ich glaube, ich forsche jetzt erstmal so ein bisschen von links nach rechts weiter. Ja, sowas wie Bremskraft ist ja auch nicht verkehrt. Ja, dann forschen wir jetzt erstmal sowas. Das braucht auch nur rote und grüne, das ist ganz gut, dann können die anderen sich erstmal ein bisschen erholen. Wird nicht ganz so viel weggefressen. So, Artillerie, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, deswegen versuchen wir uns da einfach mal dran. Kampf müsste das sicherlich sein. Ein Artilleriegeschützturm. Der habe ich sogar alles von, was ich brauche, wenn ich das richtig sehe. Mir fehlt nur 60 Beton. Das sollte ja das geringste Problem sein. Müsste ich eh auch mal wieder ein bisschen verteilen. So. Beton. Haben wir. Check. Artillerie, Geschützturm. Die Frage ist jetzt natürlich, womit schießt das Teil? Mit einer Artilleriegranate, würde ich mal sagen. Der braucht, ja, das sollten wir auf jeden Fall automatisieren, ein Radar. Er braucht Sprengstoff, explosives Kanonengeschoss. Habe ich noch kein explosives Kanonengeschoss? Artillerieziel manuell von der Karte oder über der Welt aus abzufeuern. Ja, das ist auch cool. Die hätte ich auch gerne. Geht dann wahrscheinlich nur einmal, so günstig wie das ist. Artilleriegranate. Vier explosives. Habe ich die noch nicht? Das wäre jetzt aber uncool. Sehe ich das richtig, dass ich noch keinen. Jetzt habe ich die Artillerie, aber ich habe noch keine Möglichkeit, mir da irgendwie was für herzustellen. Keine Munition, weil mir das explosive Kanonengeschoss fehlt. Okay. Raketenschaden. Wie kriege ich das denn? Warte mal. Wir gehen nochmal auf die Artillerie. Die müsste ja jetzt hier irgendwo auftauchen. Wo ist sie denn? Das ist jetzt natürlich echt bitter. Da kommt das hier? Flammenwerferschaden? Das ist es ja nicht. Nö, das ist Raketentechnik. Könnte ich Rakete machen? Raketenschaden, Raketenfeuerrate brauche ich nicht. Raketensilo, das kommt ja erst viel später. Explosive Raketen. Explosive Raketen muss ich erforschen. Oh nein! Das kann doch nicht wahr sein. Da freut man sich, dass man endlich die Artillerie hat und dann geht das noch nicht. Aber egal, wir können ja erstmal das alles bauen und bis wir das haben, sind wir wahrscheinlich auch mit der Forschung fertig. Das heißt, ich mache jetzt erstmal die Klippen erstmal zu Ende und dann erforschen wir Raketentechnik. Gut. Wir brauchen trotzdem erstmal eine Fabrik, die Sprengstoff herstellt und eine Fabrik, die Radare herstellt. Wobei ich mich frage, ob wir vielleicht schon Sprengstoff irgendwo herstellen, doch wahrscheinlich für die Granaten, oder? Nö. Gut. Was braucht denn Sprengstoff? Sprengstoff braucht. Aber Sprengstoff werde ich doch wohl herstellen können. Oder ist das ein Zwischenprodukt? Das ist ein Zwischenprodukt. Schwefel, Kohle und Wasser. Schwefel. Schwefel haben wir hier. Ja, stellen wir tatsächlich noch nicht her.
Schwefelkohle und Wasser. Wäre hier vielleicht nicht so verkehrt. Ich glaube, das würde ich jetzt auch alles über das Botnetz machen und auf die anderen verzichten. Das ist ja auch nur etwas, was wir bei Bedarf brauchen. Da können wir das ruhig mit den Robotern machen. Hier haben wir darauf geachtet, dass immer Kohle reinkommt. Aha, sehr gut. Raketentechnik hätte ich gerne. Das geht auch schnell. Bis ich mich entschieden habe, haben wir wahrscheinlich schon alles Notwendige erforscht. Aber hier wäre doch eigentlich ganz gut. Schwefel können wir über eine Kiste hier abtransportieren. Ah, wobei, dabei könnten wir auch eher noch einen zweiten herstellen, weil die stellt für den ganz gut her. Oder wir machen das hier mit einer Kiste noch rein. Ja, ich glaube, das ist besser. Warte mal, dann machen wir hier mal so eine passive Anbieterkiste, weil davon brauchen wir jetzt hier ein paar mehr. So. Der tut das gleich hier in die Kiste hinein. Schwupp, das unbedingt auf einen Stack begrenzen und so. Genau, wunderbar. Die wird schnell voll werden, weil der nicht so oft produziert aktuell. Das heißt, hier sollte eigentlich immer was drin sein. Kann ich dem noch eine Bedingung nennen? Wahrscheinlich nicht. Ja, so überlebenswichtig ist es ja auch nicht. Das ist ja auch mehr ein Spielzeug. So, Schwefel haben wir. Kohle und Wasser brauchen wir. Gut, Wasser werde ich ja irgendwie hier hochkriegen, oder? Kohle. Habe ich hier noch irgendwo Wasser? Wasser müsste doch hier ist Wasser. Hier hoch und so. Ja, das passt schon. Dann eine Fabrik. Ich hätte gern das hier mal hier statt dieser Blaupause. So, du stellst her. Zwischenprodukt. Das muss in der Chemiefabrik wahrscheinlich gemacht werden, oder? Oh, das kann doch wieder alles nicht. Sprengstoff hergestellt in der Chemiefabrik, ja. Okay, dann explosive Raketen. Ja, ich hatte tatsächlich recht. Okay, dann brauchen wir jetzt eine Chemiefabrik. Wo hast du die hingeschmissen, die Chemiefabrik? Weiß man nicht so genau. Auch gut. Da. Wasser soll von unten kommen. Dann brauchen wir hier einmal den. Ich müsste doch jetzt wieder so. Oh ja, hier kleine Strommasten. Wunderbar. Den. So, Wasser und Schwefel fehlt noch. Das heißt, du brauchst eine Anforderungskiste. Anforderungskiste. Du forderst an Schwefel, aber nicht so viel. 10, wie viel brauchst du denn? Einen, ja, dann reicht 10 Schwefel definitiv aus. Und du schmeißt mir das Ganze hier wieder raus. Obwohl, da reicht auch ein gelber. Brauche ich doch jetzt hier nicht so einen schnellen benutzen. Habe ich überhaupt gar keine gelben mehr? Fordere ich die nicht mehr an? Doch. Da sind sie doch. Und dann kommt das in eine Anbieterkiste. Die hatte ich hier. Schwupp. Und beschränken auf einen. Wunderbar. Und dann müssen wir doch den hier noch hinsetzen. Wasser fehlt noch. Ah ja, das hätte ich jetzt fast wieder vergessen. Wasser kriegen wir von hier unten. Kommen wir da einmal hoch. Wunderschön. Hierhin. Dann brauchen wir hier wieder Untergrundteile. Machen wir mal ein paar mehr. Beziehungsweise können wir noch weiter rüber. So weit wie es geht.
komme ich hier nicht rum? Nein. Bis da. Hier kommen wir bis... natürlich wieder genau nicht bis dahin, wo ich gerne hätte. Noch die Frage, wie sinnvoll das jetzt ist, hier die ganze Kohlefeld voll zu machen. Mit Rohren. Ach da, dann kommen wir von da nach... da. Von da nach... das war nicht gut, das sollten wir nicht tun. Das muss so gemacht werden und so. Und so. Und jetzt kann er hier Sprengstoff herstellen und macht er auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das hätten wir. Teil 1. Explosive Raketen sind fertig. Gut, dann ging das ja schnell. Dann können wir hier direkt damit weitermachen. Produktionsmodul 2. Nächster Schritt. So, jetzt haben wir Sprengstoff. Was brauchen wir noch? Explosive Raketen, haben wir gesagt, oder? Artilleriegranate braucht... ach, die brauchen wir auch nochmal Sprengstoff. Ja, oh, Sprengstoff brauchen wir viel. Der braucht Sprengstoff und der braucht auch nochmal Sprengstoff. Wir müssen Raketen herstellen. Die brauchen elektronische Schaltkreise, Sprengstoff und Eisenplatten. Gut, das ist kein Problem. Wir können hier... stattdessen auch noch mal hier ein bisschen was machen. Ja, wo setzen wir das hin? Am besten irgendwo ein bisschen weiter außerhalb. Da kommt dann nochmal der hin. Ach, hier hatte ich schon mal erweitert mit Eisenplatten, aber auch... wofür produzieren die? Die machen das nur für den Stahl, richtig. Das war ja nur für den Stahl gedacht. Na, das könnte man auch nochmal überlegen, ob man das nicht vielleicht ein bisschen ändert. Okay. Ja, setzen wir das einfach hier irgendwie daneben, oder? So neben die Laserverteidigung, das passt doch eigentlich ganz gut. Hier haben wir viel Platz. Du sollst herstellen. Raketen. Und da wir die jetzt kumulativ nach oben brauchen... ja doch, das ist perfekt. Dann... brauche ich ein paar Anforderungskisten. So, 5 Stück. Und da machen wir auch nochmal 5 Stück von. Anforderungskiste. Du forderst an von... so, so. Genau, du forderst das an. Schmeißt das dann da rein. Dann gehen wir mal nach rechts. Wie viel? Ich brauche 3 Fabriken nebeneinander, das könnte passen. Gut, du machst dann Raketen für mich. Da müsstest auch auf alles Zugriff haben. Den Eisenplatten fordere ich ja auch an. Das kriege ich geliefert, dann sollte der das auch geliefert bekommen. Weiter geht es mit dem Effizienzmodul 2. Du schmeißt das in eine neue Fabrik. Die stellt jetzt her explosive Raketen. Die fordert dann auch nochmal Sprengstoff an. Aha, jetzt kriegt der hier aber zuerst Zeug. Ich brauche eine Anforderungskiste. Dahin. Der muss da oben rein. So, der kriegt... jetzt kriegt er Eisen. Wir brauchen mehr Roboter. Du forderst das an. Schmeißt die einmal zum Nachbarn. Und der Nachbar, der baut uns jetzt Artilleriegranaten. Ach, Radare brauchen wir auch noch. Hm, kein Problem. Merken wir uns. Der kriegt jetzt erstmal nur eine Kiste mit Anforderung Sprengstoff, aber auch nicht so viel. 5 sollten reichen, der braucht ja nur 8. Ja, dann reicht das nicht. Dann... ja, 20 wären dann schon nicht so verkehrt.
Ah, das wird dann wohl doch mit der einen Chemiefabrik für Sprengstoff ein bisschen knapp, je nachdem, wie viel Artillerie wir dann tatsächlich benutzen werden. Blaue Arme. Oh. So, schmeißt das da rein. Wieso kriegt der hier nichts? Weil der da nicht. Weil der das nicht. Schmeißt du das nicht rüber? Du hast hier drei explosive Raketen. Du brauchst explosives Kanonengeschoss. Nein! Ah, oh, das ist doch nicht wahr. Ich brauche Kanonengeschoss und keine Raketen. Das funktioniert ja wieder gar nichts heute. Wie kriege ich denn explosives Kanonengeschoss? Atombombe. Sonst müssen wir die Atombombe machen. Wie kriege ich denn explosives Kanonengeschoss? Ne, super. Ihr habt euch sicherlich auch schon die ganze Zeit in den Kopf gefasst. Was macht der da? Das braucht er doch alles gar nicht. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass wir das dann schon bauen können, ohne dass wir die Munition dazu hinkriegen. Das wundert mich sehr. So, wir gucken mal. Artillerie. Uranmunition bringt uns Urankanonengeschoss. Hier haben wir die Dinger. Kampfroboter brauche ich nicht. Kanonenmunitionsschaden. Brauchen wir den Panzer dafür? Ja, wir brauchen den Panzer. Gut. Dann erforschen wir gleich den Panzer. Aber jetzt so wird es dann laufen. Wunderbar. Tut mir leid, dass das jetzt hier so durcheinander geht, aber der Panzer ist auch schnell erforscht. Wir können hier schon mal eine Produktion für Radare hinzutun. Die brauchen wir ja auf jeden Fall. Kampf, glaube ich, genau. Der braucht Schaltkreise, Eisenzahnräder und Eisenzahnplatten. Also so Standardzeugs. Wir bauen das jetzt mal eben rückwärts auf. Die hätte ich gerne mal hier. Das gerne auch fest. So, das kommt dahin. Da kommt eine Fabrik hin. Die Fabrik baut uns bitte Radare. Warte, ich kann die auch hier hinsetzen. Da muss ich da nämlich nicht noch einen Strommast hinsetzen. So. Was soll das denn? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Gut, dass ich das gesehen habe. Das reicht, Dicke. Wieso hat er denn jetzt so eine riesige Zahl gehabt? Heftig. Einfach heftig. Ich glaube, ich muss auch dann mal wieder ein paar mehr Roboter freisetzen. Der bekommt. Ah ja, der bekam ja nur ein Viertel von dem Erz. Ah, es ist alles noch ein bisschen unglücklich hier. Oha, jetzt ist hier großes Aufladen. Okay, Panzer sind gleich erforscht. Ich kann ja leider noch nicht sehen, was die brauchen. Ui, und hier geht's jetzt los. Hier geht's jetzt richtig ab. So, jetzt können wir hier die Inventarabfalllogistikplätze 2 machen. Nächster Versuch. Explosives Kanonengeschoss.
Explosives Kanonengeschoss braucht Stahlträger, Kunststoffstangen und Sprengstoff. Gut. Das heißt, es reicht, wenn wir hier eine Fabrik hinsetzen. Die soll explosives Kanonengeschoss machen. Und da müsste es jetzt eigentlich reichen, wenn ich jetzt hier eine Anforderungskiste hinsetze. Nö. Und den hier so ein. So kopiere. Ja, das sieht auch vernünftiger aus. Ich weiß gar nicht. Kunststoff? Wird Kunststoff? Haben wir Kunststoff als Anbieterkiste? Hier wird Kunststoff hergestellt und dann geht das nach oben. Sieht nicht danach aus. Das sollte ich noch tun. Aber das ist ja kein Problem. Da gönnen wir uns hier einfach. Habe ich hier irgendwo schon Strom? Da. Einfach mal hier so den. Und tun das in eine passive Anbieterkiste. Machen hier mal so ein Stack und dann haben wir jetzt auch Kunststoff mit im Botnetz quasi drinnen. Und dann ist noch ganz wichtig, dass der hier natürlich. Oh, ich muss echt mal mein Inventar ausmisten. Genau, das Ganze in eine passive Anbieterkiste schmeißt, die wir hier natürlich auch entsprechend begrenzen. Hier wird nicht gearbeitet, weil der nicht kommt, weil hier kein Stahl kommt. Da kommt Stahl. Da kommt ein bisschen Stahl. Jetzt arbeitet der sehr schön. Das funktioniert. Ich lasse das mal jetzt mit dem Landfill sein und hätte stattdessen. Brauche ich eigentlich auch erstmal nicht. Stattdessen ganz gerne. Ach nee, das ist Blödsinn, wenn ich das anfordere. Das sollte unsere Artillerie bekommen. Die können wir jetzt dann auch mal setzen. Die Frage ist, wo wollen wir sie hinsetzen? Ich glaube, wir wollen sie erstmal hier hinsetzen. Einfach aus dem Grund, dass wir sie da hoffentlich einsetzen können. Gesagt, ich habe das bisher noch nicht gemacht, hat man ja sicherlich auch eben schon beim Munitionszusammenbauen gemerkt. ich kriege die dann aber natürlich, ja doch, dann muss ich die anfordern. Also die ist nicht zur Verteidigung gedacht. Die ist definitiv nicht zur Verteidigung gedacht. Das muss man schon mal sagen, sondern es geht wirklich darum. Oder zur dauerhaften Verteidigung. Sie ist halt dazu gedacht, dass man. Ziel nicht erreichbar? Was zur Hölle? Warum nicht? Oh, das ist doch wieder. Warum ist dein Ziel nicht erreichbar? Du fährst hier lang. Hier hoch. Ja, das hat jetzt leider nochmal Vorrang, weil der ja unser Hauptversorger mit Öl ist. Hier lang. Das sollte eigentlich alles funktionieren. Hier geradeaus weiter. Nee, der soll hier runter, oder? Der soll doch hier runterfahren. Ja, stimme ich dir zu. Das Ziel ist definitiv nicht erreichbar. Ja, super. Bei Schienen. Ist doch wieder alles nicht wahr hier. So, mal gucken, ob noch irgendwo Schienen liegen. Sonst muss ich mir welche holen. Hier kommt auch wieder nichts Grünes an. Wahrscheinlich, weil wir wieder keine Kupferplatten an, keine Eisenplatten ankommen. Wobei, doch, Eisen kommt an. Daran liegt es nicht. Da kommt eine Schiene. Das ist gut. Die brauche ich. Danke, reicht schon. Das reicht schon.
lange steht er denn schon da? Und wieso habe ich das nicht probiert? Aber der muss natürlich auch von hier noch dahin kommen. Das heißt aber natürlich, dass das hier auch so. Dann werden wir den hier mal kurz abreißen. Den. Das sollte das Problem eigentlich gelöst haben. Ja, da kommt er. Es kann manchmal so einfach sein. Habe ich jetzt schon Artilleriegranaten? Achso, den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Das war ein Fehler. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Die Kupferkabel brauche ich nicht. Zumindest nicht in der Menge. Kupferplatten brauche ich, glaube ich, auch nicht in der Menge. Holz brauche ich wahrscheinlich erstmal gar nicht. 50 Geschwindigkeitsmodule ist vielleicht auch ein bisschen viel. Ja, und die gelben Fließbänder eigentlich auch. Genau, nimm mal Sachen mit. Da kommen schon wieder ein paar Roboter an. Das ist auch nett. Automatische. Ah, sehr cool. Dann kann ich automatisch Sachen, also dann kann ich die hier quasi auch festlegen. Ja? Dass ich sage, ich möchte immer, wenn ich Sprengstoff habe, kann ich dann hier mit der mittleren Maustaste draufdrücken und dann merkt er sich das. So, ich habe eine Granate bekommen. Sehr schön. Das ist das, was ich wollte. Genau das wollte ich doch. Da oben ist ein Alien-Ding. War das da schon immer? Wir werden jetzt hier mal zum Kupfer gehen. Oh, gefährlich hier mit den Zügen. Der lädt aber noch. So. Und dann möchte ich mal gucken, was die jetzt kann. Da bin ich jetzt echt gespannt. Wir setzen hin. Ein Artilleriegeschütz. So. Tun da die Granate rein. Und der schießt jetzt automatisch. Boah, bis hierhin. Und weg ist es. Okay, wir brauchen viel mehr Munition. Viel, viel mehr Munition. Oh, und die sammeln sich. Die sind sauer jetzt. Die sind jetzt richtig sauer. Die kommen jetzt und greifen an. Ist ja cool. Ich brauche mehr Munition und eigentlich müsste man die auch nochmal runterbringen. Aber wenn das Aliendorf dann halt weg ist, also so können wir jetzt halt super die Aliens auslöschen. Oh, der Angriff kommt. Die Angriffswelle kommt. Oh, die kommt. Die finden das echt nicht lustig. Aber alles weghauen. Ja. Halt! Warte mal, ich will mitfahren. Ich muss Munition holen. Ah, das müsste man jetzt auch alles automatisieren, aber es ist halt dafür zu weit weg. Wir haben Vorfahrt, jawohl. Chef hat Vorfahrt. Ja, dann fahren wir jetzt nochmal eben gemütlich zurück und dann würde ich sagen, versorge ich mal in der nächsten Folge dort. Wunderbar. Nochmal das Ding mit Munition. Ja, ich stelle mich jetzt hin und warte erstmal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn die Roboter sich hier so ein bisschen beruhigt haben. Fahrplan ist ein bisschen mit der Artilleriekanone rumschießen und vielleicht, ja, das Eisen, da ich jetzt nur noch eine Aufnahme mache, also eine Folge noch aufnehme, wahrscheinlich erstmal nicht das Eisen. Egal, bis zum nächsten Mal. Ciao.